Was geht ab, ihr alten Fischgesichter? Ich habe wieder Neuigkeiten für euch zum Thema Jurassic World Chaos Theory, beziehungsweise daraufhin auch dann noch eine bestimmte Theorie, also eine Theorie zu Jurassic World Chaos Theory. Wir quatschen da jetzt einfach mal drüber und seid auf jeden Fall gespannt. Es wird wie immer sehr interessant. Viel Spaß mit dem Video. Und ja, ich weiß, das ganze Thema Jurassic World Chaos Theory ist ja quasi noch ein nahezu geschlossenes Buch, von dem wir bisher eigentlich nur das lose Cover kennen. Wir haben bisher nur unseren Teaser bekommen und auch anhand von Informationen haben wir nicht allzu viel gestreut bekommen. Ich meine, ja, es gibt bestimmte Theorien oder eben auch bestimmte Aussagen, die auf die Story hindeuten, über die haben wir ja schon mal gesprochen. Das Video habe ich dir gerade mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken, wenn dich das Ganze interessiert. Allerdings gab es hier noch nicht wirklich offizielle, exklusive Aussagen vom Producer selbst. Der hat sich bisher nämlich ein bisschen bedeckt gehalten. Und jetzt allerdings hat er so das erste Mal eine Frage zum Thema Jurassic World Chaos Theory beantwortet. Und zwar wurden die Producer Scott Kramer und Aaron Hammersley, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Die beiden wurden auf jeden Fall auf ein, bestimmtes Thema angesprochen. Nämlich sehen wir ja im Teaser zu Jurassic World Chaos Theory, wie Darius quasi vor irgendwas wegzufahren scheint oder auf einmal das Lenkrad panisch rumreißt und dann irgendwie, es scheint auf jeden Fall irgendwas zu passieren in dieser Szene hier. Was mir vorher tatsächlich nie aufgefallen ist, ist, dass wir in diesem Clip sogar Fußspuren auf dem Boden sehen, also auf der Straße sehen, die darauf hindeuten lassen, dass hier ein Dinosaurier vorher unterwegs gewesen ist. Möglicherweise reagiert Darius hier eben einfach reflexartig auf die Sichtung dieses Dinosauriers und im Internet kursiert, aus welchen Gründen auch immer, die Theorie, dass es sich hierbei um den Spinosaurus handeln könnte. Warum auch immer, diese Fußspuren hier sehen jetzt nicht gerade aus wie die Spuren von einem Spinosaurus. Allerdings hat wohl irgendjemand einfach diese Theorie nach außen getragen. Und wie das Internet eben so ist, wurde dann gerade diese Theorie eben genommen und auch nach draußen weiter verstreut. Ich mache jetzt im Endeffekt dasselbe nochmal. Allerdings wurden hier eben beide Producer darauf angesprochen, ob wir hier in der Szene den Spinosaurus wiedersehen. Und die Antwort ist gewesen, nein, definitiv nicht. Die genaue Antwort der beiden ist gewesen, das wäre zu früh, um diesen Dinosaurier einzuführen. Und bleiben wir erstmal ganz kurz bei den Fußspuren jetzt hier. Es wurde inzwischen wohl auch geleakt, dass es sich hierbei um diesen Dread Noctis handelt, den wir ja ganz kurz auch in Jurassic World Dominion sehen. Der soll wohl jetzt hier auftauchen. Wie gesagt, das sind immer diese ganzen Leaks, sind inzwischen auch nur noch Gerüchte, finde ich. Leaks konnte man früher mal ein bisschen mehr glauben. Inzwischen sind das aber auch nur noch Gerüchte. Und könnte natürlich auch sein, das sieht zumindest aus wie Fußspuren von irgendeinem Pflanzenfresser. Ob es jetzt ein Dread Noctis ist oder ein anderer Langhals oder ein Triceratops, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Aussage, nein, das wäre zu früh, um so einen Dinosaurier einzuführen, dann doch relativ interessant. Anscheinend, wurde hiermit nämlich nicht geleugnet, dass der Spinosaurus eine Rolle in der Serie spielen könnte oder eben spielen würde. Was auch irgendwie Sinn ergibt, denn der Spinosaurus ist ja irgendwie auch so ein Kandidat, ein Fanliebling zu sein. Und ich weiß, es gibt viele von euch da draußen, die sagen, nee, ich hasse dieses Mistvieh. Einige lieben das Tier aber und auch das ist natürlich auch Universal und der gesamten Jurassic-Marke nicht entgangen. Das war ja auch mit ein Grund, warum das Tier jetzt wieder zurückgekehrt ist in der 4. und 5. Staffel von Jurassic World Camp Cretaceous. Was ich hieran aber noch interessanter finde, erstmal war die Aussage, es wäre hier zu früh, um so eine Dinosaurier einzuführen. Das heißt, diese Szene hier wird relativ am Anfang spielen. Das haben sie damit irgendwie auch schon verraten. Sonst würde der Satz ja keinen Sinn machen, dass das zu früh wäre, um so einen Dinosaurier preiszugeben. Oder sie wollen einfach nur auf den Teaser eingeben, aber ich glaube, die haben sich hier so ein bisschen verquatscht. Auf jeden Fall wird es hier wahrscheinlich auch noch andere Alpha-Predatoren geben und es wäre eben zu früh, um diese einzuführen. Allerdings, sollte der Spinosaurus wirklich ein Comeback feiern in Jurassic World Chaos Theory, würde die andere Theorie wieder einschlagen, die ebenfalls im Netz rumkursiert ist. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen gehabt, dass er ja Sayona Santos wohl die Hauptbösewichtin in der ganzen Geschichte sein soll, laut diesen angeblichen Leaks. Und die möchte die Atrociraptoren erschaffen. Darum wird es wohl gehen in dieser Geschichte, also zu einem Teil.
Der Leak hat aber, ich sag immer der Leak, ich sag einfach jetzt mal die Theorie, wir bleiben einfach bei der Theorie. Die Theorie besagt weiterhin aber auch, dass MentaCorp noch eine relativ große Rolle in der ganzen Nummer spielen soll. Das wäre jetzt natürlich hiermit dann mehr oder weniger bestätigt, sollte der Spinosaurus wiederkehren. Denn der Spinosaurus und MentaCorp sind natürlich sehr stark miteinander verknüpft. Und generell würde es Sinn machen, auch MentaCorp nochmal ein bisschen mehr in die Geschichte mit einzubinden. Denn die Organisation oder eben die Firma zusammen mit der Insel, ne, die MentaCorp-Insel, die ja auch Hit und Miss ist irgendwie, die hat dann doch sehr interessante Aspekte, die es noch ein bisschen weiter zu beleuchten gibt im Endeffekt. Das heißt, ja, laut der Aussage der Showrunner haben wir nun also anscheinend die Bestätigung bekommen, dass diese Szene hier relativ zu Beginn passieren wird. Es wird aber nicht der Spinosaurus sein, der hier eingeführt wird. Allerdings wurde eben auch gesagt, naja, noch nicht. Ich gehe davon aus, dass das Tier wirklich wieder zurückgebracht wird in Jurassic World Chaos Theory. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Findest du es okay, wenn wir jetzt bereits schon die ersten Theorien zu der Serie anstellen, bevor wir eigentlich den ersten richtigen Trailer bekommen haben? Es gibt ja nämlich noch ein paar mehr Sachen, die da wohl auch draußen im Netz rumkursieren. Darauf werde ich in künftigen Videos nochmal drauf eingehen. Übrigens werde ich auf meinem Reaction-Kanal jetzt ab nächste Woche dann den Rewatch-Marathon starten zu Jurassic World Camp Cretaceous. Wir werden Staffel 1 bis 5 komplett durchschauen, nicht am Stück, aber eben in bestimmten Reactions, die ich dann auf meinem Reaction-Kanal auch hochladen werde. Und hier auf dem Kanal werde ich dann episodenweise Reviews zu Camp Cretaceous raushauen, was vielleicht ganz wichtig ist, auch gerade für alle die, die eben keinen Bock haben, sich die Serie selber anzuschauen. Schreib mir wie immer deine Gedanken zu allen Themen von dem Video jetzt hier in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.